Ich möchte noch mal erklären, wie man die Diagramme bekommt, die hier gefordert sind auf dieser Seite. Zum einen braucht ihr die Daten, die findet ihr hier, wenn ihr hier draufklickt. Das ist hier eine Tabelle. Wenn ihr richtig überlegt habt, beziehungsweise richtig nachgelesen habt, solltet ihr ja wissen, was die erste, die zweite, die dritte und so weiter Ionisierungsenergie ist. Und das ist eben hier mit I1, I2, I3 und so weiter gemeint. Vielleicht gerade eine Überlegung, wenn man das so sieht, sollte man sich auch mal fragen, warum hat eigentlich Wasserstoff nur I1? Naja, Wasserstoff hat ja nur ein Elektron, denn es hat die Ordnungszahl, hier Z gleich 1, und dann kann es natürlich nur ein Elektron entfernen. Entsprechend Kohlenstoff mit der Ordnungszahl 6 hat ja 6 Elektronen. Und dementsprechend kann ich nur 6 mal ein Elektron jeweils entfernen. Deshalb gibt es nur 6 Ionisierungsenergien. So, wir brauchen für die Aufgabe eine Tabellenkalkulation. Hier ist die Aufgabe. Kopiert die Daten aus der Tabelle, einschließlich der Beschriftung in eine Tabelle. Kalk oder Excel oder was für ein Programm ihr auch immer verwendet. Aber es sollte ein Tabellenkalkulationsprogramm sein. So, und jetzt gehe ich nochmal hier hin. Man kann es einfach so markieren mit der Maus, die linke Maustaste festhalten, dann Steuerung C drücken oder Rechtsklick und dann kopieren, aber so geht es eigentlich einfacher. Und das ist eine Tabellenkalkulation. Ich mache gerade nochmal zu. Ich habe jetzt hier LibreOffice, wenn ihr OpenOffice oder was anderes habt, ist egal, aber ein Tabellendokument brauchen wir. Zur Steuerung V, ich wähle hier oben das Feld A1 an, füge ich diese ganzen Ionisierungsenergien ein. Ein kleiner Tipp, die Felder sind ja jetzt hier ein bisschen zu breit. Und zwar kann ich das folgendermaßen verkleinern. Ich markiere es. Erstmal das letzte Feld und drücke dann die Großschreibetaste, sodass ich alles markiert habe. Und wenn ich jetzt verkleinere, dann bezieht sich das nicht nur auf die letzte Spalte, sondern auf alle. Muss man natürlich gucken, dass das Ganze passt. Ich tue das noch zentrieren, hier auch, und wieder ein bisschen vergrößern, damit die Zahlen besser ersichtlich sind. So, die eine Aufgabe lautet ja, ihr sollt euch mal die Zahlen anschauen, diese Tabelle, was das bedeutet. Ionisierungsenergie haben wir gerade geklärt. Und jetzt gucken wir vor allem mal nach den Diagrammen, die erstellt werden sollen. Also das erste Diagramm ist ein Liniendiagramm der ersten Ionisierungsenergie aller gegebenen Elemente mit Beschriftung. Sprich, ich möchte gerne wissen, um was für ein Element es sich da handelt. So, dann gehe ich wieder zurück in meine Tabelle. Das ist ja I1, die erste Ionisierungsenergie und das Element. Diese Daten will ich haben. Dann markiere ich sie einfach, indem ich hier die Maustaste festhalte, aufziehe, loslasse. So, und dann gibt es einen Diagramm-Ersteller, Diagramm-Editor. Hier sieht es so aus. Wenn man hier drüber geht über die Icons, kriegt man ja immer eine Information, um was es geht. Also Diagramm aufrufen. Ich möchte gerne ein Liniendiagramm haben. Und zwar entweder Punkt und Linien oder nur Linien zum Beispiel. Dann kann ich weitergehen. Die Datenreihen sind in Spalten, ja. Das ist meine eine Datenart und dazu die zweite. Und die erste Zeile ist die Beschriftung, nämlich Element und Ionisierungsenergie. Und die erste Spalte wird ebenfalls als Beschriftung, nämlich hier unten verwendet. Das ist genau so, was ich will. Der Rest, den kann man eigentlich lassen. So, und dann habe ich schon mein fertiges Diagramm. So, das ist das erste Diagramm. Das lassen wir mal so stehen. Man kann es ein bisschen schmaler machen. Ich habe hier Werte, das sind die Ionisierungsenergien, und hier unten die Elemente. Und man sieht irgendwie so ein Zackenmuster. Aber da gehen wir noch genauer drauf.
So, nächste Aufgabe lautet, soll ein Liniendiagramm der Ionisierungsenergien von Magnesium bestimmt werden, ebenfalls mit Beschriftung. Wir gehen zurück. Ich kann übrigens jetzt also einfach aus dieser Tabelle heraus ein zweites Diagramm erstellen. Man kann es natürlich so machen, dass man sagt, ich nehme die Werte von Magnesium, kopiere sie in eine neue Tabelle und nehme hier dieses da und kopiere es ebenfalls mit in die Tabelle rein. Aber ich kann auch markieren, wenn zwei Teile getrennt sind. Also Magnesium geht ja bis I12, das 12 Elektronen hat. Jetzt markiere ich mal hier oben, indem ich zum Beispiel aufziehe oder auch die Steuerungstaste drücke. Also klicken, Steuerungstaste, klicken. Und jetzt möchte ich gerne noch diese Zeile dazu nehmen. Und dazu muss ich jetzt, da das jetzt an einer anderen Stelle ist, die Steuerungstaste STRG drücken. Ich habe gerade eben Steuerung gesagt, ich meinte Shift gerade. Also STRG, damit ich neu anfange. Man sieht, das ist immer noch aktiv. Und jetzt wieder die Großschreibetaste, die Shift-Taste, damit ich die ganze Zeile markiere. So, und dann habe ich also zwei getrennte Bereiche markiert. Rufe mein Diagramm auf. Liniendiagramm, nur Linien. Und der Rest ist auch okay mit der Beschriftung. Ist auch okay. So. Jetzt stelle ich das mal nebendran. Und damit man das noch ein bisschen besser erkennen kann, hier würde ich das noch ein bisschen nach oben ziehen, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, jetzt gucken wir uns noch mal kurz an, was es da für Aufträge dazu gab. Und zwar heißt es ja hier, gut, ihr sollt das ganze Textdokument kopieren, damit ihr es ausgedruckt habt für euch. In beiden Diagrammen fallen große Sprünge auf, wo die Ionisierungsenergie plötzlich erhöht wird. Wie viele Elektronen haben die Elemente, bei denen dieser Sprung geschieht, beziehungsweise vor und nach Abgabe der Elektronen und bei anderen Elementen? Also schauen wir uns mal kurz die Werte an. Also wir sehen ja hier, dass es Spitzen gibt. Wo sind diese Spitzen? Im Helium. Beim Neon ist da so eine Spitze. Ja, und hier hinten ist irgendwann auch eine Spitze. Jetzt könnte man eigentlich sich schon fast denken, wo die nächste Spitze sein wird. So, da könnt ihr euch schon mal ein bisschen Gedanken drüber machen, was das bedeuten könnte mit diesen Vorüberlegungen zu den Magneten. Und dann haben wir hier noch das Magnesium. Da gibt es auch ziemlich starken Sprung, zum Beispiel von der 10. Ionisierungsenergie zur 11. Ionisierungsenergie. Was haben wir hier? Bei welchen oder ja, was, wie viele Elektronen habe ich denn noch übrig beim Magnesium? Also Magnesium, wir gucken mal kurz nach. Hier, ich springe mal einen Schritt nach vorne. Magnesium hat ja 12 Elektronen. I1, I2 ist noch relativ niedrig. Das kann man ja auch hier erkennen. Und dann kommt ein ziemlich großer Sprung. Wie viele Elektronen hat denn Magnesium, wenn es zwei Elektronen abgegeben hat? Ja, Ordnungszahl 12, zwei Elektronen weniger, 10. Ja, A, dämmert ist. Und wie sieht es aus, wenn 10 Elektronen abgegeben wurden, also die 10. Ionisierungsenergie ist ja auch niedriger und bei der 11. wird es größer. Das wären Magnesium, 10 Elektronen abgegeben. Ja, kommt euch das auch bekannt vor? Oh. Also da fällt im Prinzip schon etwas auf, was euch eigentlich schon bekannt sein sollte. Das ist also eine Beobachtung. Die entspricht dem, was wir ja vorher schon hatten. So, und jetzt
beantwortet nochmal die Fragen, die ihr dazu beantworten sollt.